Man muss auch so ein gewisses Mindset haben als Künstler oder Filmemacher und Filmemacherin. Und das ist, also für mich, ich kann für mich das nur sagen, ich muss und werde diese Geschichten erzählen, bevor ich sterbe. Weil ich will nicht, dass die, wenn ich dekompostiere, irgendwann mal weg bin, dann sind die weg. Dann hat es die nie gegeben. So. Und das ist mein Auftrag, hier auf diesem Planeten diese Geschichten zu erzählen, komme was wolle. Könntest du da jetzt wahrscheinlich nicht alle genau wissen, was Akis so gemacht hat? Könntest du vielleicht mal so einen kurzen Abriss geben, welche Stationen du durchgangen bist zum Filmemachen? Zum Filmemachen. Ich habe, Schweinsgalopp da durchzurennen, angefangen mit einem Praktikum. Ich habe im Schneiderraum ein Praktikum gemacht am Süddeutschen Rundfunk, bin danach zur Filmakademie in Ludwigsburg gegangen, habe da Spielfilm studiert und viele Kurzfilme gemacht. Einer davon ist von Oscar nominiert worden. Und daraufhin da bin ich in so ein Fahrwasser gekommen, dass mir Projekte angeboten worden sind. Das waren alles Fernsehsachen. Einer war, hieß Cools Out, einer hieß Operation Noah. Danach hatte ich aber den Eindruck, dass ich das jetzt lange machen kann, aber eigentlich nicht da unbedingt das ist, was ich machen will, weil das, da war ich als Auftragsregisseur am Start. Das waren Bücher von anderen Autoren. Und dann bin ich mit meiner damaligen Frau und meiner neugeborenen Tochter nach Los Angeles gegangen, hat dann ein Stipendium bekommen, auch an der UCLA, und habe da angefangen, meine eigenen Geschichten zu schreiben. Und bin dann zurück nach Deutschland nach 4 Jahren und wollte das hier, den einen Film, der auf Deutsch gedreht werden sollte, weil es ein altes Märchen war, ich meinte, es musste ganz authentisch sein, hier drehen, es hat nicht funktioniert. Und dann kam eine Phase, die ein bisschen gedauert hat, wo ich eigentlich nicht mehr viel gedreht habe, wo ich viele Geschichten geschrieben habe, die Nachtmar-Figur gebaut habe, aber eigentlich nicht wirklich als Regisseur gearbeitet habe. Dann kam das Wille Leben über die Uschi Obermeier, da war ich wieder als Auftragsregisseur angefragt worden. Und danach habe ich eigentlich zum ersten Mal meinen eigenen Film, wo ich als Akis hauptverantwortlich, wie als Autorenfirma, gearbeitet habe. Das war der Nachtmann, der kam 2015 in die Kinos. Und danach habe ich zwei Romane geschrieben. Das waren beides Projekte, die eigentlich mal Drehbücher waren, die aber schwierig zu finanzieren waren. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da jetzt jahrelang warte, bis ich das Geld zusammen habe, werde ich als Romane veröffentlichen. Einer davon war ein Bestseller, Der Hund, der spielt in so einer Restaurantküche. Der ist immer mal wieder optioniert worden und hat aber dann nicht geklappt in der Finanzierung, ist jetzt aber auch wieder an dem Punkt, wo hoffentlich der dann irgendwann mal zum Spielfilm noch werden wird. Noch ein Punkt, der aus unserer Redaktion kam und deswegen möchte ich ihn als Frage aufgreifen. Du warst für den Studenten-Oscar nominiert. Wir wussten noch nicht mal, dass es den gibt. Und ich glaube, viele Leute wissen das auch nicht. Kannst du für uns vielleicht mal ganz kurz durchführen, was ist der Studenten-Oscar und wie funktioniert das und wie kommt man da rein? Wie kommt man da rein? Also der Studenten-Oscar geht so damals zumindest, das war 95 war das, geht, soweit ich weiß, wird nur über die Schule eingereicht. Das heißt, du musst Student sein oder Studentin. Und dann kommt man in eine Auswahl, alle Akademien der Welt schicken ihre Vorschläge. Dann kommt man in eine Shortlist, die, glaube ich, 10 waren es oder 8 Filme weltweit kommen dazu rein. Und dann bekommt man eine Urkunde mit dem goldenen Siegel, wo der Oscar drauf ist. Und dann, das läuft aber, damals war es zumindest so, und ich glaube heute auch so, nicht an dem Abend im Shrine Auditorium, wo auch die großen Oscars verliehen werden. Es gibt so einen Technik-Oscar, es gibt einen Kurzfilm-Oscar, ich glaube, das ist auch der Kurzfilm-Oscar, und der Studenten-Oscar sind ausgelagert. Das gibt keine so eine große Zeremonie. Das ist eine relativ formale Sache. Formale Sache, ja. Und ich habe an der Filmakademie unterrichtet auch als Dozent. Und ich muss sagen, so toll es klingt, und es ist natürlich eine große Auszeichnung und es vor allen Dingen für andere Produzenten war das schön zu hören. Und so kam dann auch nahtlos, kaum war ich aus der Akademie draußen, kamen da schon die ersten Angebote. Aber das ist auch keine Garantie, dass man
ich habe das bei anderen gesehen, die auch den gewonnen haben dann, dass es, die haben dann auch jahrelang nichts, keine Jobs gehabt, keine Aufträge bekommen oder auch konnten das nicht finanzieren. Das ist jetzt nicht so ein großes Ding, wie es klingt, muss man ehrlich sagen. Es ist mehr so ein Orden, mit dem man sich schmückt. Was Nettes, was das Ego auch ein bisschen schmeichelt. Ja. Aber was sind so, die meisten Filme, die du gemacht hast, waren Kurzfilme. Also wenn man es jetzt nur mal auf Quantität sehen würde, ne? Ich muss mal durchrechnen. Also ich habe mal durchgerechnet. Ja, kann sein. Ich meine, ich glaube 8 oder 9 oder so, ja, Kurzfilme. Ja, ja. Und was ist so dein Verhältnis zu Kurzfilmen? Siehst du das, also viele Leute fangen an als Filmemacher mit, ich mache einen Kurzfilm. Mhm. Nee, wollte ich gerne einfach von dir mal wissen, ist ein Kurzfilm sozusagen nur ein Mittel zum Zweck, um sozusagen zu zeigen, ich kann auch was Größeres? Ja. Also hat nur diese Funktionalität, um reinzukommen? Oder siehst du Kurzfilm auch als ein Medium, wo du sagst, das macht mir Spaß, das zu machen, das zu bedienen? Nee, letzteres. Es hat eine Existenzberechtigung als eigenständiges Kunstwerk. So. Ist ja auch bei Musikvideos damals in den 90ern, als die große Zeit der Musikvideos waren, da waren ja auch Meisterwerke. Chris Cunningham zum Beispiel, ein Freund von mir, der bis heute unerreichte Kunstwerke geschaffen hat als Kurzfilme, so 3-minütige Kurzfilme. Als Mittel zum Zweck würde ich eher Trailers für ein Filmprojekt machen. Also, weil wenn ein Kurzfilm ankommt und die Leute das toll finden, dann ist die nächste Frage, okay, was willst du machen? Entweder hier hast du ein Projekt, wo wir einen Regisseur brauchen, eine Regisseurin, oder was willst du als nächstes machen? Dann sollte man ein Drehbuch haben oder ein Projekt optioniert haben. Und im Idealfall hat man eigentlich den das habe ich beim Nachtmahl gemacht zum Beispiel, so mache ich es beim nächsten Film auch, der auch eher im Underground finanziert wird, dass ich da einen Trailer dafür drehe, also Szenen, Momente aufnehmen. Und das würde ich nicht unbedingt als Kurzfilm bezeichnen, aber das ist wirklich ein Mittel zum Zweck. Das steht nicht alleine so da. Das schicke ich auch, setze ich auch nicht in die Welt, auch bei YouTube, sondern schicke ich nur den Produzenten oder Verleihern oder wem auch immer, von dem ich Geld haben will. Zu zeigen, das kann ich. Ja, genau, so wird der Film aussehen, den ich als nächstes mache. Das ist das Drehbuch und so wird es aussehen. Aber es leider gibt's halt nicht so viele Foren für Kurzfilme. Ich meine, man heutzutage ist schönes YouTube, man kann die Sachen hochladen und es ist, man kann es der Welt zeigen, aber so gepriesen wie ein Spielfilm mit Premiere und Verleih, das gibt's eigentlich nicht. Was mir immer sehr weh tut, ist, dass wir haben eben schon mal darüber geredet, über dass man ja auch davon leben möchte und auch, dass auch eine Wertschätzung sowohl finanziell als auch in anderer Weise kommt. Und viele, viele junge Filmemacher stürzen sich auf die Kurzfilme. Teilweise hauen sie auch sehr viel Geld da teilweise rein, also da fünfstellige Summen, die da reingehauen werden, um einen schönen Kurzfilm zu machen. Und dann wird es vielleicht einmal auf einem kleinen einem Festival gezeigt, verschwindet und eine Finanzierung und eine Gegenfinanzierung, also dass das wieder zurückkommt. Ja. Nee, das gibt's eigentlich nicht. Also die finde, soweit ich das weiß, ist bei einem Kurzfilm, das kann man sich fördern lassen oder mit Crowdfunding irgendwie versuchen zu finanzieren. Und das war's. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand so viel Geld verdient hat damit, dass er die Finanzierungskosten reingekriegt hat. Ich glaube, das Geld ist weg, kann man eigentlich, wenn man mal ganz fairerweise so sagen kann. Aber ich muss auch eine Sache sagen, ich finde, man muss auch so ein gewisses Mindset haben als Künstler oder Filmemacher und Filmemacherin. Und das ist, also ich kann für mich das nur sagen, ich muss und werde diese Geschichten erzählen, bevor ich sterbe. Weil ich will nicht, dass die, wenn ich dekompostiere, irgendwann mal weg bin, dann sind die weg. Dann hat es die nie gegeben. So. Und das ist mein Auftrag, hier auf diesem Planeten diese Geschichten zu erzählen, komme, was wolle. Die zu mir kommen, das ist wie, ich war einmal in meinem Leben allein im Urlaub und hab am Strand gestanden, einer Felsformation in Lateinamerika, und ich war allein da. Und es war unglaublich, aber ich war so unglücklich, dass ich das mir niemand teilen kann, dass ich das nie wieder allein in Urlaub gegangen bin. Und beim Filmmachen ist es so ähnlich. Die Geschichten, die man selber und die Bilder, Momente, die man im Kopf hat, die müssen raus, die müssen geteilt werden, die muss man, und das, ob man Geld damit verdient oder nicht, es steht nicht an erster Stelle. Es ist schön, wenn man es hinkriegt. Aber es ist nicht, für mich nicht das,
das antreibende Moment. Also Geld verdienen kann man auf an den anderen Berufen leichter. Und ich finde, es ist, was ich immer, was auch in jeder Kunstakademie im Prinzip als Rat gegeben wird, dass man sich einen Dayjob besorgen soll und das nicht als Film machen, als Hobby betreiben soll, weil Hobby ist, ist kein Hobby, das kann man nicht als Hobby bezeichnen. Aber dass man unabhängig davon vom Geld eigentlich Filme machen sollte und irgendwann mal die beiden Dinge zusammenführt. Und wenn man dranbleibt, passiert das auch. Die Zeit heutzutage ist schreit, also wir brauchen Filme ohne Ende. Die Medien, die Kanäle, es werden immer mehr. Und alle Menschen sitzen immer mehr vor ihren Geräten und konsumieren Geschichten, Bilder, Momente, Kurzfilme, kleine Videos. Das ist keine versiegende Zunft oder so. Also es lohnt sich, da dran zu bleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch mal ein Abo da. Das würde uns helfen, den Kanal weiter auszubauen. Und wenn ihr Filmemacher seid und ihr braucht noch ein bisschen Geld für euer nächstes Projekt, dann klickt doch mal nach hier. Dort kommt ihr auf die Seite von unserem Sponsor patz.de und patz.de hat ein Stipendium ausgeschrieben, das jungen Filmemachern ermöglichen soll, ihre Filme, Kurzfilme, Musikvideos ein bisschen zu refinanzieren. Also schaut da mal vorbei, bewerbt euch auf den Patz Booster und los geht's. Und wenn ihr euch wirklich für die deutsche Filmindustrie interessiert, habe ich euch hier noch ein paar unserer alten Interviews verlinkt. Schaut da unbedingt rein. Interviews mit professionellen Content wie diesen findet ihr nirgendwo sonst auf YouTube. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier. Und tschüss.